Ahoi, liebe Landmatrosen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X aus der Blitzball-Hauptstadt Luca, senden wir gerade. Aber die heutige Aufnahmesession hat nichts mit Blitzball zu tun, denke ich mal zumindest. Ich weiß ja nicht, was heute noch alles folgen wird, denn wir spielen eine kleine normale Runde und diesbezüglich natürlich nochmal festhalten vom letzten Mal, was ist passiert. Wir haben Sin Ling... Hör mal! Also, diese Menschen hier, sowas von unrespektabel. Wir haben dem Sin beim letzten Mal links und rechts eine mitgegeben. Nachdem wir Gipfötchen mit ihm gespielt haben, ist er dann letztendlich vom Himmel gefallen. Das hat Sin des Öfteren so an sich, zumindest wenn wir gegen ihn kämpfen. Ja, und letzten Endes haben wir ein kleines Löchlein in ihn reingebohrt, können jetzt in ihn reinfliegen und haben dort wahrscheinlich nochmal so eine Art Dungeon oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ja, die Frage ist, was machen wir heute, liebe Freunde? Wir können natürlich die Story dahingehend weiter verfolgen. Eine Sache fällt mir gerade ein. Und das mache ich jetzt als erstes, bevor ich es vergesse. Denn we're counting on you, kid. Es geht nämlich darum, was wir noch an Passwörtern eingeben können. Mir fiel nämlich noch ein Passwort wieder ein. Ich glaube zumindest, dass mir wieder eins einfiel. Ich habe es nicht gegoogelt oder ähnliches. Und zwar geht es da um die Solaris Waffe von Auron. Und jetzt muss ich mal gucken. Heißt das Murasame? Ist es das? Falsches Passwort ist es nicht. Dann habe ich noch ein anderes. Ich war mir nicht sicher, ob es Murasame oder Masamune ist. Oder Masamune. Gucken, ob das geht. Nein, geht auch nicht. Ah, okay. Mal eine Sache. Gott. Das überlege ich. Gottes. An 10. Eine Sache probiere ich nochmal eben. Schreibt mal alles groß. Massa. Nee. Nee. Ich könnte schwören, das war eins gewesen. Aber. Masa. Probieren wir mal alles in Großbuchstaben. Oh, ist das mal ätzend. Nee, wahrscheinlich könnte ich das hier mit der. Okay, mit der Tastatur kann ich es gar nicht machen. Ich hätte gedacht, mit der Tastatur wird es einfacher gehen. Eine Variante noch, das Murasame alles in Groß. Ein. Ja, es hat funktioniert. Jawohl, ich wusste es doch. Ruinen von Bisei 2. Okay, Ruinen von Bisei 1 gibt es dann scheinbar auch. Es war also alles in Großbuchstaben. Na toll. So, und jetzt sind wir nämlich hier oben und können dann jetzt das hier aufmachen. Murasame erhalten. Und Murasame, wie gesagt, ist die Ultima Waffe von, glaube ich, Durchschlag MP1 von Auron. Also MP1. Okay, es ist scheinbar nicht die Ultima Waffe, weil sonst hätte die nämlich 0 AP. Murasame. Okay. Ich gucke nochmal eben bei dem, was wir gefunden haben. Pavosiesm. Und lege Killika und Bicanel zusammen, haben wir auch noch, womit ich nach wie vor immer noch nichts anfangen kann. Okay, aber dann, wie gesagt, das hatte ich letztens im Kopf und dachte mir, ja komm, probier's mal. Da hat mich mein Gedächtnis dann doch nicht getrübt. We've been through a lot, yeah?
And hey, we're not finished yet. Okay. All Spira's rooting for us. Let's not let them down, yeah? Ja, machen wir schon. And to think, if you hadn't come floating out of the sea that day. We've been through a lot, yeah? Okay, das, wir haben mit den Leuten hier gar nicht viel gequatscht. No matter what happens, I'll see this through to the end. I promise. Das ist schön, dass du das promise. We're almost done. How are you doing? Ach du, ich fühle mich super. You know, I am too. Schön. No matter what Lu? You've proven yourself as a guardian, maybe even as the best. I'm the best star player of the Zanakin Apes. You know, your meeting Yuna was really quite. Ah ja. Can't say praise be to Yevon anymore, can we? Ein Segen Yevons. You've proven yourself. Okay. Dann mal gucken, was Rico noch zu sagen. Sometimes, when I got a lot on my mind, it just helps to go. Okay. Once the calm starts, we'll take the airship to your Zanarkind. Vor allem keiner guckt sich um von wegen, ah, da schreit gerade ein Mädchen. Just a feeling, but I think my dad kinda likes you. Muss ich mir Sorgen machen? Sometimes when I... Okay, ich will ihn nochmal schreien hören. Brüderchen? We credo shinula sun, mei jai dusa. Du machst das schon. Fafem vumo, your frana, we fit duku. Das klingt jetzt ein bisschen... Naja, gut, ich sag mal so. Wenn du das Ziel vorgibst, fliege ich hin, wo, fliege ich dorthin, wohin du willst. Ja, okay. Okay, du steuerst aufs Hinzu, alles klar. Du kannst aber noch nicht mit uns reden? Nein. Nur mit den Leuten hier quatschen. I'd like to meet Jekt, before he fades away. Okay. When this is over, I will leave. I have played at life too long. Ach, Auron. 10 years ago, I honored Jekt's last words and traveled to Zanarkand. I plan to stay there, watching over you. But when Sin attacked Zanarkand that day, I changed my mind. Outside the dream world, life can be harsh, even cruel. But it is life. He wanted you to have a shot at life. I saw it in Sin's eyes. That's why I brought you here, to Spira. Vielen Dank, Auron. Kann ich jetzt ein Autogramm oder sowas haben? I'd like to meet Jekt. Ja. Warum ist denn jetzt eigentlich dafür aufgestanden? Verstehe ich gar nicht. Okay, Mari. The Ronso was singing too. Kimari's ear is never wrong. Kimari, die Ronsos gibt's nicht mehr. Okay, das ist fies. Kimari felt friendship from somewhere inside Sin. There is no need for fear. Kimari will go with you. Vielen Dank, Kimari. The Ronso was. Okay, haben wir schon gehabt. Rin? May I help you? Maybe. So, du hast immer noch das gleiche wie sonst. Der kriegt auch keine neuen Sachen ins Sortiment. Na, toll. Was haben wir hier noch? Toxinstab, Schwarzer Prinz, Blindattacke, ganz ehrlich, den brauche ich nicht. Dragonerspeer, Schallspalter, den kann ich eigentlich auch verkaufen. Ansonsten, das war's, ne? Okay. Thank you. Thank you very much. Warum laufe ich hier jetzt eigentlich hin? Hier ist doch keiner mehr von uns. Mit diesen 0815 NPCs muss ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Gut. Ja, viel Glück, Kleiner. Also wir können jetzt noch ein bisschen was machen, was ich jetzt ganz ehrlich mal machen würde, liebe Freunde. Ich würde noch mal... Ich denke mal, das werden wir diese Folge machen, noch ein bisschen trainieren. Ja, eine Folge lang. Ich guck mal, dass wir das so ein bisschen abpassen und die Zeit im Auge behalten, damit wir eine normale Folgenlänge haben, weil ich möchte jetzt keinen Training-Stream haben, so wie damals vor Seymour. Einfach nur so ein bisschen hier, ne, was machen. Damit wir etwas gewappnet sind.
So, Yuna brauche ich nicht. Dafür nehme ich Walker mit rein. Ja. Bam. So, klar, wir können jetzt hier mit Oren draufhauen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht vielleicht doch lieber Kimari nehme. Na gut, ich brauche jemanden mit Durchschlag. Der Feuerball, der so lächerlich ist. Buff. Das macht alles kein Damage. Zack. Selbst Oren macht keinen vernichtenden Schaden mehr. Das gibt mir... Das macht mir Sorgen. Kann ich diese Murasame eigentlich nochmal ein bisschen... Was habe ich hier noch? Magisterstab. Da könnte ich auch nochmal eben gucken. Durchschauen, Durchschlag, Präventivschlag, Erstschlag. Mal gucken, was ich noch so habe. Aber auch nicht viel. Vielleicht kriege ich Final-Elixiere. Das wäre mal interessant. Es gibt bestimmt irgendwelche Gegner. Wahrscheinlich aus der Monsterfarm oder sowas, von denen man was klauen kann. Ich meine, es gibt da auch Bossgegner, von denen ich Glücksferoiden und so klauen kann. Nee, nicht klauen, ich kriege die nach dem Kampf. So war das gewesen. So, Küsschen war ja was mit blind machen. Oh. Wenn es nicht immun wäre. So, dann nehme ich aber ganz gerne Yuna mit dazu. Ein bisschen Abwechslung. Ja, verdammt. Au. Überleg gerade, was kann ich am besten gegen dieses Vieh machen? Der macht nur 749 Damage. Er macht 3000 immerhin mit einem Schlag. Das ist schon ganz ordentlich. Luna macht mit dem Zauber ein bisschen mehr. 1400. Wie ist das, wenn ich Tidus einwechsle? Was macht der so? 3500, alles klar. Küsschen-Tanz. Okay, er hat erstmal auch, Autokur drauf. Sollte hier vielleicht auch nochmal durchschauen geben. Das ist ganz praktisch. Ah, okay, muss ich nochmal wechseln. Kommt hier los. Zack. Vor allem nochmal seinen Küsschen-Tanz einsetzt. So, skillen tue ich jetzt nicht für einen Punkt. Umbauen, Magisterstab und dann durchschauen. Schlag macht relativ wenig Sinn. Das ist noch ein Kack-Glimmer-Pudding wieder. Könnte ich immer so einen Sternschleier klauen und dann. Ciao. Ich habe erst überlegt, ob ich es mal wieder probiere, ihn Platz zu machen, aber ich dachte mir so: Nee, komm. Muss nicht sein. Ein Hinterhalt. So, Kimari einmal rein, der kann sie mal kurz heilen. Das gute Medica hilft doch immer wieder. Ich muss vielleicht noch was lernen. Ich
Schade, vielleicht Küsschen-Tanz oder sowas. Au. Ich will eigentlich mal gucken, kann ich ihn verlangsamen? Gemach? Nein. Dieses Gemach ist eigentlich ab einem gewissen Grad total überflüssig. Schade. Erdbeben. Oh, das ist nicht so gut. Ja gut, das geht ja noch vom Damage her. Achso, nee, das ist jetzt nicht so gut. Machen wir es so. Ich wollte eigentlich noch Walker einmal heilen, aber sei es drum. Mach ich das jetzt einmal so. Ausnahmsweise. Außerdem haben wir natürlich hier beim Training in Serneke den Vorteil, wir können vielleicht nochmal den einen oder anderen Level 3 Sphero-Stopp mitnehmen. Ihn kann ich aber, glaube ich, verlangsamen, wenn ich das im Kopf habe. Nein. Das ist irgendwie ärgerlich. Blitzra. Ich muss das mal bei Gelegenheit umstellen. Dass Titus eben wieder Punkte bekommt, also seine Ekstaseleiste füllt, wenn er mal was anderes macht, als den Gegner eine Statusveränderung zu verpassen. Verdammt. Blitzra. 213 Punkte hätten noch gefehlt. Schade. Wie sieht es generell mit den Spheroiden aus? Kraftspheroiden habe ich wieder ein paar auf Tash. Dann gucken wir mal eben. HPs erhöhen vielleicht mal wieder. Von der hier verfahren, es braucht immer noch ein bisschen was. So. Wir gucken, dass wir voll laufen. Mitgenommen, um ihn zu ärgern. So, dann können wir hier einmal speichern. Und dann ab in den Yevendome. Gucken, vielleicht liegt ja hier noch irgendwo dieses All-Bad-Lexikon rum. Ich habe es übersehen. Würde mich nicht wundern. Mondschleier mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall den Geistbrecher von Auron. So, und jetzt ist die Frage, Kimari, ich behalte mal Riku gerade drin. Ich glaube, die macht noch mit dem meisten Damage. So.
Jetzt kann sie aber gegen Kimari ausgetauscht werden. Na. Au. Bam! 9099 Damage. Ah, schade, Orin ist ja noch nicht mehr dran. Au. Das ist natürlich jetzt blöd. So, ich lasse es aber jetzt mal Yuna machen. Ich kann aber noch mal Tidus reinwechseln, einfach nur damit er ein paar EP bekommt. Farewell. Schade, vernichten reicht es ja nicht. Der 2 Sphero-Pass. Aber ich sag mal so 12.000 AP für so einen Gegner. Standard-Gegner, das ist schon eine ganze Menge. Hier liegt erstmal kein Lexikon. So, ich nehme mal auf die netten Herrschaften hier was mit. So, Walker macht zumindest ganz gut Damage bei den Viechern. Die brauche ich, da brauche ich keinen Durchschlag. Au. Dann kann ich Walker auch weglassen und dafür lieber Tidus nehmen. Zack. Heilung tut jedem gut. Zack. Dann ist der nächste weg. Bam. Ein Schlag. 19.200. Geil. Ich liebe das. Ich mag Doppel-AP. So, hier war alles nichts. Ist klar. Okay, das ist wieder so ein Ziel. Okay, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Ach komm, wir machen mal den hier eben. Suppression fügt einem Gegner Schaden zu. Machen wir das mal einfach nur, um es auszuprobieren. Suppression. Erstmal einen ordentlichen Schluck nehmen. So, Klinge anspucken. Und dann. Magiebrecher, Panzerbrecher, Geistbrecher. Alles klar. Also sämtliche Brecher hat er noch mit dabei. Weil ich dann mit diesem Holocidrid hätte ich ihn natürlich mit einem Schlag ausschalten können. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. So, dann Luna rein. Kriegt ihr einmal auf den Deckel und hier geht es dann weiter mit Blitzgar. So, wirklich lohnt tut es jetzt nicht mehr, aber ich mache es trotzdem einmal aus Prinzip.
Au. Oh, den krieg ich sogar auch Damage dadurch. Enough. Wusste ich gar nicht. Kurz mal was trinken. Level 2 ist Feropass. So, immer wieder aufgeheilt. Und hallo Motte. Ich war doch ins Gesicht. Ja. So, keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Schon mal weggeflogen, egal. So, wir können einmal hier ein bisschen Angriffskraft mitnehmen. Plus 4. Jetzt werden wir zu so einem zweiten Auron. So, ach, Auron 0 Punkte. Dann die Yuna. Wir kommen immer näher an Ultima. Wir haben jetzt eine komische Einerstrecke. Wenigstens HP ist plus 200. So, einmal hier ein bisschen Geschick. Und weil es so schön ist, nochmal ein bisschen Magie. Nix, Riku 2 Punkte. Wo muss ich denn jetzt lang? Achso, ich muss jetzt erstmal hier lang, um dann das Geschick nochmal mitzunehmen. Ein bisschen hakelig alles. Was kommt hier? Ah, Vigra, sehr gut, sehr gut. Das ist nice, dass wir das endlich kriegen. Ich hatte mich schon gefragt, wann wir das endlich bekommen werden. Hallöchen! So, weil es so schön ist, einmal hier eine Runde Haska direkt zu Beginn. Und dann tauschen wir mal kurz aus die junge Dame hier. Die Kuh kann jetzt mal ein bisschen Mondschleier mitnehmen. Ja, komm, Geistbrecher. Kostet ja nichts mehr, also nur ein Punkt. Das wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich nämlich jetzt ihn haben. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Eigentlich ist das total bescheuert. Oh, bringt ja doch nichts. Okay, warum habe ich denn mit dem dann durchgeschlagen? Kann ich mit Walker was machen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Hä? Habe ich einfach mit Tidos normalen Schaden gemacht? Nur wegen Panzerbrecher? Ciao. So, schlafen kannst du später. Direkt nochmal dran. Brauche ich noch immer eine Heilung? Nö. Gut, dann wieder einmal Bäumchen wechsel dich. Sprengfaust! Ich weiß, ich könnte auch nach dem Kampf heilen, aber sei es drum. Das sollte reichen. Tut's auch. Enough. Zack. Das war's. Und wieder ein Level 2 Sphero-Pass. Alles klar. Ist nichts, da vorne auch nicht, da war nur die Kiste. Oh, komm schon. Wenn wir jetzt immer nur ihn bekommen, ist auch doof.
Den wollte ich. Bringt jetzt gerade gar nichts. Einfach nur, damit er mal was gemacht hat. Dann probiere ich nochmal den Panzerbrecher gerade. Und dann müsste ich ja eigentlich wieder Damage machen. Ja, dann mache ich nochmal Damage. Was machen? Nämlich heilen. Ciao. Panzerbrecher geht das eigentlich richtig gut. Warum eigentlich? Du bist gar nicht mit dabei. Doch, Doppel-AP. Wie habe ich Doppel-AP bekommen? Gefühl, ich kriege keine. Oh, diesmal wieder was anderes. So, auf dem Zahnfleisch muss ja hier natürlich auch niemand gehen. Whoops. So, hier noch mal ein bisschen heilen. So, er reicht nicht alleine, aber er würde reichen. So, okay, gibt Doppel-AP. So, hier unten war auch nur eine Kiste, ne? Ja, hier war nur die Kiste. Alles klar. Die mag ich übrigens sehr, sehr gerne, weil die machen immer, bringen immer recht gut Erfahrungspunkte. Eiwasser kann ich auch mal ein paar mitnehmen. So, ja, schon mal weg. Schlag ausgelöscht. Ja! Zack, mit einem Schlag ausgelöscht. Also im Turnier sind die Spitze. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ach, zum Abschluss gibt es nochmal so einen. So, ein bisschen Geschwindigkeit ist immer gut. Selber heilen.
Toll. Das ist ein Held. Habe ich denn schon? Ich habe Kraftbrecher, aber ansonsten habe ich noch keinen Brecher drin im Sortiment. Na gut, dann brauche ich den Ore nochmal wieder. Dann fangen wir nochmal mit dem Panzerbrecher diesmal an. Dreimal Kimari. Ich hatte noch 11.000, alles klar. Und damit ihr halt auch ein paar AP bekommt, weil wir so ein Knie einwechseln. Level 2 Sphero-Pass. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht für Level 3 reicht, ob es wirklich nur Glück gewesen ist, dass wir ihn damals bekommen haben. Naja. So, hier liegt jetzt nichts. Achso, eine andere Sache möchte ich vielleicht auch nochmal ganz gerne heute machen. So, kann natürlich erstmal hier die Punkte vergeben, die wir haben. Da gehen wir erstmal den kleinen Lebenszweig hier runter. Da haben wir einmal den Zeithieb. Gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ein bisschen Zauberabwehr. So, was kriegt der Oren? Der Oren kriegt Fortuna. So, Rico kann sich Geschick holen. Um 4, das ist nicht, das ist ganz gut. Und dann geht's hier weiter. So, wir kriegen jetzt hier erstmal ein bisschen Geschick und dann Vigra. Auch nice. Und Magiebrecher ist the next one, was wir mit Tidus bekommen. Reflex plus 1. So ein Trauerpunkt. Ich möchte ganz gerne nochmal gucken, ob wir... Hä? Dann können wir diese Prüfung nochmal machen? Ich mache das gerade nochmal eben, aber ich verstehe ich gar nicht. Wir haben doch Anima, oder? Ja. Hä? Warum? Ich weiß ja jetzt, welche es sind. 1, 2, 3. So, dann war das hier. Dann war das hier. Der hier. Ah, verdammt, jetzt bin ich wieder zu nah in die Mitte gekommen. Ja, dann hole ich erst den Aufzug. Ah, verdammt, nein, das wollte ich. Ah, kacke. Ich weiß, welche das sind. Wahrscheinlich ist die Kiste gleich einfach offen. Ich glaube, so wird es nämlich sein. Wir können das zwar nochmal wieder aufsprengen, aber die Kiste wird dann halt offen sein. So, und zack. Warum
bim, bim. So ein Kind, das gerade Klavierspielen lernt. Oder Keyboard spielen geht auch. So, den Frakturasphäroiden, soweit alles klar. So, ja, ich hab's genommen. Schön. Gerade beim Ohr kratzen. Dann hier rein. Das Ding explodiert jetzt gleich wieder. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt wieder steht. Und dann hinterher ist eine offene Kiste. Ist es nicht so? Ja, es ist so. Gut. Aber das wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte sowieso hier runterfahren. So, hier ist nichts. Ich habe nämlich irgendwie immer noch so das Gefühl, dass es hier Kisten geben muss. Ich kann mich natürlich täuschen und es ist alles Käse, was ich mache. Oh. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Der schwarze Bahamut, ernsthaft. Ich habe von allen schwarzen Bestias, die es gibt, wusste ich, wo sie auftauchen. Nur von einem nicht. Und das war der schwarze Bahamut. Ich dachte immer, ja, der war, glaube ich, irgendwo bei Bevel irgendwo. Also wenn wir nach diese Brücke langlaufen, dass wir dann auf ihn treffen. Aber letztendlich war er dann hier. Ich meine, gut, ist egal. Wir haben seitdem, wir haben dann noch nichts mehr gemacht, außer einmal noch die Tempelprüfung, um festzustellen, dass die Truhe offen war. Das war's. Aber gut, wir wissen jetzt, dass er hier ist. Ja. Sonst waren wir immer auf der Suche nach den Geheimnissen der Old Bed und haben irgendwelche Jack-Spheroiden gefunden. Und jetzt waren wir auf der Suche nach Kisten und haben eine schwarze Bestie gefunden. Ist auch eine gute Quote, würde ich sagen.